nehmen wir den zweiten Schnitt. Auf geht's! Jetzt ist Heu schön gewaschen worden. Jetzt mal Malheur gegeben. Das hat die Balle dort. Das ist kaputt jetzt. Das ist der Abdruck. Es geht los. Wir nehmen den zweiten Schnitt. Auf geht's. Heute ist Sonntag. Zum Glück laufen bis jetzt noch nicht mehr Leute hier umeinander. Da hat es einfach keinen Spass. Die müssen sich unter Umständen sich ärgern. An den Bauern, die am Sonntag arbeiten müssen. Oder am Sonntag Lärm gemacht haben, wenn die hier die Wirtschaft in der Natur laufen. Wo ich auf einen gewissen Teil auch nachvollziehen kann. Also verstehe es, wenn sich die Leute darüber aufregen. Aber andererseits, jetzt in unserem Fall, haben wir fast keine andere Option. Wir müssen heute mähen, weil Mitte nächste Woche, Ende nächste Woche hat er schon wieder Regen. Und der, der kommt auf Presse, der hat gefragt, ob er schon am Dienstag kommt. Darum müssen wir eigentlich fast heute mähen. Und zusätzlich ist für uns eh gäbig, dass wir heute mähen können, weil nächste Woche haben wir mit dem Käse ablesen genug zu tun. Und dann sind wir froh, wenn wir jetzt den heutigen Tag auch noch nutzen können. Zum Mähen, zum Vorwärts machen. Das Stück ist fertig. Ich will jetzt gar nicht weit fahren. Da vorne ist schon das nächste Stück. Und da vorne, da ist eine Biodiversitätsförderfläche. Das ist, wie der Name schon sagt, das ist für die Förderung der Biodiversität. Jeder Bauer in der Schweiz hat da. 7% mindestens. Das ist eine Vorschrift. Das ist, erfüllst ÖLN nicht, das ist der ökologische Leistungsnachweis. Und ich habe jetzt gerade vorhin noch schnell nachgeschaut. Letztes Jahr, 2023, hat es in der Schweiz den Einbetrieb durchschnittlich 17,6% gehabt. Also viel mehr, als man eigentlich müsste. Und auch auf freiwilliger Basis. Ich weiß nicht genau, wie viel wir haben, aber wir haben auch einiges mehr als die 10%. Hier sieht man es, das ist ein anderes Futter. Das ist jetzt für die Kühe auch nicht so schmackhaft. Das ist eher alte Ware und so ein bisschen, ja, bisschen hölzerig. So Sachen, die haben sie nicht ganz so gern. Danach Kräutchen, der mögen sie gern. Aber da die alten Gräser sind sie nicht so Fan. Und ihr seht hier, da hat der Papi gestern gemacht. Er hat rundum eine Ahr gemäht. Und da auf dieser Seite, da am Waldrand, da, ich lasse es stehen, weil immer zu den Flächen, die man hat, tut man immer noch mal 10% stehen lassen. Einfach aus der Überlegung, dass die Insekten und die Viecherwale hier drinnen leben, könnten nachher hier rüber. Die 10%. Das ist so die Idee von dem. Aber ich habe noch gar nicht gesagt, da, die Flächen darf man erst am 15. Juni mähen. Das ist einfach so eine Regelung, da muss sich jeder dran halten.
auch fertig. Ab zur nächsten Wiese. Ich möchte euch noch daran erinnern, im letzten Video haben das schon gezeigt. Der war ja dort mitten im Wald. Der ist immer noch da. Da ist normalerweise kein Wasser, also wirklich gar kein. Und jetzt ist es einfach ein Weiher. Und das ist jetzt gleich schon eine Woche her, wo es so fest geregnet hat. Und dort kommt es noch. Und der ist jetzt einfach immer noch da. Da sieht man mal, der Großvater war auch schon fleissig. Jetzt ist er dort oben. Das ist gut. Der Fall läuft es bei ihm auch. Und weiter geht's. Heute haben wir schon einiges mehr abgelesen als am Freitag noch. Da liegt halt daran, dass wir jetzt viel mehr Leute sind. Wir haben nämlich noch Saisonangestellte, die nur über Krisensaison bei uns sind. Und zwar aus Polen. Und das sind 7 Leute. Das sind jetzt daher sind 6 Frauen und ein Mann. Und die kommen eigentlich ziemlich jedes Jahr, sind es etwa die gleichen, die kommen. Das ist mega cool mit denen. Wir haben es mega gut mit denen. Sie kommen sehr gerne zu uns und wir sind sehr froh, wenn sie kommen. Darum haben wir ein sehr gutes Verhältnis. Das ist nicht selbstverständlich, denke ich. Oder so gutes Verhältnis wie wir haben, ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Darum hoffen wir, dass es noch so lange bleibt, lange so bleibt und dass die weiterhin in den nächsten Jahren auch noch kommen. Weil jetzt sind wir mega froh, dass wir mehr Leute sind. Jetzt heute und gestern war schön Wetter, das heisst, jetzt mache ich Käse recht vorwärts. Und heute haben wir nicht ganz 700 Kilo abgelesen. Am Freitag waren es noch 140 Kilo. Aber dort waren wir auch das dritte und heute sind wir auch das neunte. Es ist super Wetter zum Heuen. Heute Nacht hat es noch schön geregnet. Jetzt ist das Heu schön gewaschen worden. Das ist wunderbar, so hat man es gern. Nein, zum Glück machen wir kein Heu. Es ist ein rechtes Eich, wenn es jetzt so drin regnet. Der Wetterbericht hat eigentlich keinen Regen gehabt, aber er hat gestern schon ein bisschen Regen gehabt. Und jetzt heute Morgen hat er, weiß nicht, schon so 5 mm oder so gehabt. Ja, nicht so gut. Aber ja, so schlimm ist es wahrscheinlich auch nicht, weil ich sehe, die Sonne kommt nachher schon. Und wenn es fast 30 Grad wird, dann trocknet er schnell wieder. Das Einzige, was könnte sein, dass es ein bisschen Dreck gibt, weil die Wiese unten dran nass ist. Und da will man natürlich vermeiden, dass das Futter Dreck im Futter hat. Aber ja, sonst ist es eigentlich nicht so dramatisch. Und heute ist es meist Öko-Heu, von dem her, das ist sowieso schon nicht qualitativ hochwertiges Futter. Darum, ja, kommt es nicht so drauf an. Das sind die Käse, die wir am Morgen abgelesen haben. Und jetzt gehe ich mal nach Ligomädle. Heute Morgen war der Großvater unterwegs. Man sieht an der Rädchen, dass es recht nass war. Und jetzt gehe ich mal nach Ligomädle, dass er nicht den ganzen Tag muss. Dort oben ist der Ueli am Pressen. Und ich gehe jetzt die Ballen heimführen. Und hier ist am Wickeln. Hier oben ist Öko, gibt Öko-Ballen. Ich habe hier zu dem eine lustige Story zu erzählen. Und zwar, letztes Mal habe ich genau am gleichen Ort den Wagen abgehängt und nachher die letzte Palle drauf tun. Und nachher, ich habe es wirklich einfach nur loslassen. Ich habe es nicht geschoben, nichts, ich habe es nur loslassen. Und dann sehe ich einfach, wenn ich am Traktor hinten war, wieder vorne so langsam anfängt abzudrüllen, den Anhänger. Und nachher, da ist, ja, es geht schon leicht abwärts, aber es ist jetzt nicht mega steil oder so. Aber ich sehe ihn einfach, wie er da so auf den Hang da zurollt und nachher anfängt losrollen. Und ich weiss, dort unten am Waldrand unten hat es ein richtig steiles Doppel. Also dort geht es richtig zurab. Ich weiss nicht wie viele Meter, aber wirklich sehr weit zurab. Und ich bin so am Traktor hineingeguckt und also dachte, fängt er jetzt wirklich an, hier runterzurollen. Und ich habe dann zum Glück schnell reagiert, habe den Gang rein tun, bin hinten nachgefahren, habe noch einen Gang ausschalten, weil ich zu langsam war. Und wirklich 100 Stunden kurz vor dem Waldrand habe ich gar noch so können mit dem Frontlader so eine Balle reindrücken und den Wagen langsam ausbremsen. Und dann direkt vor dem Waldrand konnte ich bremsen.
ist irgendwie noch lustig gewesen, weil es ist eigentlich unlogisch, dass er einfach genau da vorne anfängt abrollen, dass er nachher da runterrollt. Ja, aber ist schon noch gut ausgegangen, einer Glück gehabt. Und jetzt probieren wir mal. Mal schauen, ob es da mal geht. So. Vorsichtig. Und wie ihr noch seht, passiert nichts. Da sehen wir nochmal beim Pressen. Und hier oben ist er am Wickeln. Da ein bisschen schön anstellen, dass man ein Bild machen kann, das man nachher auf Insta hochladen kann. Hier eine Story. Wenn man nicht alles machen muss als Influencer. Hat es noch einmal gehört. Diese Balle dort hat er irgendwie da rausgelassen. Und er hat gesagt, er ist noch weitergefahren, hat sie gegeben und hat sie irgendwann angefangen zu rollen. Hier in Richtung Käseanlage. Da ist die Käseanlage. Dann hier übers Netz. Und genau, also wirklich eigentlich mehr Pech kann man fast nicht haben. Genau hier auf Bewässerung drauf. Da ist kaputt jetzt. Da hat es hier abgedruckt, das Wasser ist rausgespritzt, das haben wir jetzt hier hinten abgestellt. Dort hat es einen Hahn. Und ja, darum, da sieht man es, da läuft das Wasser noch runter. Nicht, nicht immer nur Glück. Sie könnte auf der ganzen Länge hätte sie können da die Käseanlage runterrollen. Aber nein, genau da, wo die Bewässerung ist, muss ich hin. Am Märzhagel jetzt ist es im Vergleich nicht so gut. Es heben keine Heuballen aus. Oder Siloballen. Genau. Kann man wieder flicken. 70 Siloballen hat es insgesamt gegeben. Die dort hinten mit dem pinken Strich sind die Ökoballen. Und ja, mehr habe ich in die Woche eigentlich gar nichts zu sagen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.